Willkommen zu einer neuen Sendung von Chessbase TV Austria. Wir sind jetzt zwei, dreimal abgestürzt, hoffen aber, dass wir jetzt alles über die Bühne bekommen. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo, danke für deine. Daniel ist hier mit seinem Bruder Marc. Darf ich dich kurz bitten, Marc, dass du dich zeigst? Daniel und Marc Morgunov sind mit Sicherheit Österreichs stärkstes Brüderpaar, beide am Weg zum internationalen Meister, den wollen sie aber nur als Zwischenstopp nützen. Hallo Marc. Ja, hallo, danke für die Einladung. Wir werden mit Daniel starten und anschließend dann den Marc zu uns rufen. Unser heutiges Thema sind Damenendspiele. Ja, wenn du Damenendspiele hörst, Daniel, was fällt dir dann ein dazu? In der Zwischenzeit suche ich unsere erste Position heraus. Ja, ein Damenspielen ist auch nicht die Anzahl der Bauern das Wichtigste, Genau. sondern dass man Freibauern hat. Freibauer und der Faktor Zeit. Das unterscheidet sie von anderen Stellungen, denn die Dame ist im Gegensatz zu anderen Figuren in der Lage, die Blockadefigur alleine zu vertreiben. Wenn wir uns diese Stellung anschauen, sehen wir, der Läufer von Weiß kann den schwarzen Läufer nicht alleine verjagen. Genauso würde es dem Springer gehen, genauso würde es dem Turm gehen. Hier braucht man immer den König dazu, um die Blockadefigur zu verjagen. Nicht aber so bei den Damenendspielen. Mit dem simplen Manöver Dame B5 nach C5 nach C7 können wir den Damentausch anbieten, aber das kann Schwarz natürlich nicht zulassen, denn das Bauernendspiel wäre gewonnen. Aber auch sonst würde der B-Bauer dann freie Bahn haben und zur Dame ziehen. Die einzige Chance für Schwarz in solchen Stellungen ist Gegenspiel auf den weißen König, aber hier sehen wir, der weiße König ist felsenfest von seinen eigenen Bauern beschützt. Die ideale Stellung für den König. Und ja, Freibauern haben eine besondere Bedeutung. Wenn wir uns diese Stellung anschauen, sehen wir, beide Seiten haben vier Bauern, aber Weiß zieht einfach seinen Bauern nach C6 und der Gegner kommt nicht heran. Und Daniel, du hast es schon richtig gesagt, die Anzahl des Materials ist hier bei weitem nicht so entscheidend wie Freibauern. Und wenn wir diese Stellung sehen, dann haben wir sechs Bauern, denke ich, nein, fünf Bauern bei Schwarz und nur ein Bauer bei Weiß. Aber Schwarz ist die Seite, die ums Remis kämpfen muss, indem Schwarz Dauerschach gibt und das wird er erfolgreich tun. Das ist jetzt natürlich eine Modellposition, aber eine so ähnliche Stellung habe ich in live verfolgt bei einem dieser herrlichen Wien Opens und ich denke, es war das Wien Open 2006 genau, in der Partie Neubauer gegen Kummer. Neubauer haben Sie in dieser Sendung schon zweimal gehört, beim Thema Figurenpärchen, Dame und Springer, die wunderbar harmonieren und Turm und Läufer, die wunderbar harmonieren und Helmut Kummer ist ein internationaler Meister, mit dem ich gut befreundet bin. Und steigen wir vielleicht in dieser Stellung ein. Weiß hat F3 gespielt. Ja, und Daniel, wenn du dir die Stellung anschaust, hier gibt es eine kleine Taktik, ich denke eine Fingerübung für dich. Laufen mal auf 1, springen mal und springen mal hart, ne? Genau, Läufer mal F1 nimmt weg und Springer mal H2, nach König mal H2 und Dame mal F1 sind wir im Damenendspiel angelangt. Ja, was denkst du, wie wird jetzt Weiß fortsetzen? Ich glaube, entweder versucht jetzt Weiß, die Bauern am Damenflügel zu holen und sich einen Freibauern zu schaffen, oder vielleicht versuchen, den König ein bisschen zu sichern und dann einfach weiterschauen. Genau, beides ist hier mit Sicherheit denkbar, aber Weiß setzt auf die Kraft von Freibauern und das wird er mit welchem Zug starten? Dame B8 schon. Mit Dame B8, genau. Okay, in der Zwischenzeit kann hier Schwarz auch einige Beute einfahren, denn er holt den Bauern E2 mit Schach und wird mit Sicherheit auch den Bauern auf F3 bekommen, nämlich jetzt. Okay, wir sehen, Schwarz hat bereits einen Bauern mehr. Was ist für Weiß zu tun? Einen Freibauern bilden, glaube ich. Ja, natürlich. Mit welchem Zug macht er das? Mit B5. Mit Bauer auf B5, genau. Und nun entsteht am Damenflügel auf jeden Fall ein weißer Freibauer, der so stark ist, dass er Schwarz zwingt, um das Remis zu kämpfen. Okay, der Kampf ist hier nicht allzu hart. Es geht mit Dame mal G3 Schach los. Und nun kommt es einfach zu einer Dauerverfolgung und Schwarz muss
den weißen König ewiges Schach geben und die Stellung ist Remis, aber eine sehr hübsche Stellung, das wunderbar dieses Thema Zeit demonstriert in der Praxis. Die nächste Stellung ist ein sehr interessantes und schönes Beispiel von Karpow. Karpow gegen Atkenstein. Fällt dir irgendwas zum Thema Atkenstein ein? Nein, leider. Simon Atkenstein? Nein. Ich denke, erster Entdecker von Carlsen, oder? Und hat mit Markus, mit Magnus Carlsen hier trainiert und ihn entdeckt und durch die ersten Jahre geführt. Und Atkenstein hatte übrigens eine Besonderheit, nämlich er war im Nationalteam von Norwegen und zwar in zwei Sportarten. Okay, die erste ist Schach. Was glaubst du, war die zweite? Fußball. Fußball, perfekt, genau, ja. Also hier ein fantastischer Sportler. Und wenn wir schon dabei sind bei zwei Nationalteams, du bist ja einer der ganz starken Nachwuchsspieler in Österreich und hast ja, denke ich, vor einigen Monaten die Silbermedaille geholt bei der Team-Europameisterschaft mit dem österreichischen Team U18, ist das korrekt? Genau, mit Felix, Dominik und meinem Bruder Marc. Genau, also ein wirklich sehr starkes Team, oder? Ja, genau. Wer ist Erster geworden? Rumänien leider. Wir haben unglücklich verloren gegen Rumänien. Mhm. Aber wir haben noch 2 Jahre mit dem gleichen Team zu spielen in U18. Das heißt, es sind noch alle Chancen, dass wir Erster werden. Also klare Zielsetzung auf Gold. Und jetzt haben wir Simon Atkenstein schon herausgehoben bei zwei Nationalteams. Du spielst auch für zwei Nationalteams. Schach für das österreichische Nachwuchsnationalteam und zweite Sportart. Und ich spiele noch Volleyball. Volleyball, und zwar auch für das Jugendnationalteam U16 wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Okay. Und für mich hört sich das nach sehr viel Zeitaufwand an, oder? Schachtraining, Volleyballtraining. Wie viel investierst du an Zeit für Schach, für Volleyball? Ich investiere sehr viel Zeit in Schach und Volleyball. Unter der Woche, während der Schulzeit, habe ich 5 bis 4 Mal Volleyballtraining, 2 Stunden am Tag circa. Und Schach circa genauso. Ja, ich trainiere mit dem Buhmann Rainer. Deutscher Großmeister und gerade Staatsmeister geworden in Deutschland. Ja, genau. Mhm. Dann mit David Cengelia. Und ja, das sind eigentlich die Trainer. Deine Haupttrainer, ja. Ja, genau. Gut, kommen wir ein bisschen zurück zu dieser Position. Und wir haben ja schon gesagt, Zeit spielt hier eine übergeordnete Rolle. Karpow hat zwar einen Bauern mehr, aber sein Gegner Atkenstein hat diesen weit vorgerückten Freibauern auf der dritten Reihe. Auf der anderen Seite, die weiße Dame sichert das Einzugsfeld und die weiße Dame deckt die potenzielle Schwäche auf F2 und sie kann den eigenen Freibauern unterstützen. Ich gebe dir jetzt nicht viel Zeit, ihr könnt natürlich auch gerne mitdenken, was würdet ihr mit Weiß machen? Würdet ihr mit Bauer Dora 5 auf Gewinn spielen? Oder wählt ihr die Sicherheitsvariante und spielt Dame Dora 5 und holt euch den Bauern auf B3? Schwarz wird dann auf F2 nehmen und auf D4 nehmen und man kann sich auf Remis einigen. Also, den Bauern nach vorne treiben oder sich mit Remis zufrieden geben. Was würdest du tun? Ich würde Dame D5 Schach spielen. Dame Dora 5 Schach, um ins Remis einzulenken, oder? Und das wäre die kluge Wahl gewesen. Schauen wir mal ganz kurz. König geht weg. Wir holen uns den gegnerischen Freibauern. Schwarz schnappt sich diese Bauern und wir können in Ruhe nach Hause gehen und uns auf Remis einigen. Aber Karpow, der ansonsten so pragmatisch ist, wollte an diesem Tag mehr. Ich denke, es war nicht sein bester Tag. Und er spielte Bauer auf Dora 5. Was hat er dabei übersehen? Nach dem nächsten schwarzen Zug hat Karpow sofort aufgegeben. Denkt mit, liebe Zuschauer. Vielleicht ist wer schneller von euch als Daniel. Wahrscheinlich kann Schwarz einfach B2 spielen und wieder einziehen.
Ich glaube, B2 wäre nicht so das Problem. Dann kommt Bauer auf Dora 6 und dann Bauer Dora 7. Und wenn wir auf Gewinn spielen, ist es eher weiß, glaube ich. Wir können aus dem Hintergrund natürlich auch noch den Marc zu Hilfe rufen. Marc, komm zu uns ganz kurz. Idee für Schwarz? Dame C2. Ja, das ist das Problem. Dame C2 ist der starke Zug. Und Karpow hat die sofort aufgegeben. Das Problem besteht darin, dass die schwarze Dame den Bauern jetzt wunderbar unterstützt, die weiße Dame angreift, aber wenn der schwarze König nach H7 geht, ist der schwarze König auch wunderbar gesichert. Okay, weiß kann nicht tauschen, das ist klar. Sagen wir, er spielt, weiß ich nicht, Dame E6 Schach oder so viel anderes macht wahrscheinlich nicht Sinn. König geht nach H7 und nachdem der Bauer nicht zu stoppen ist, müsste Weiß auf seinen eigenen Bauern setzen. Aber Zeit ist das entscheidende Thema. Schwarz zieht zuerst ein und die Seite, die in solchen Positionen zuerst verwandelt, ist immer auf der Siegerseite. Und ich denke, nach Dame mal F2 wird die Partie nicht mehr allzu lange gehen. Also Zeit der entscheidende Faktor. Danke, Marc. Wir holen dich wieder als Joker, wenn wir dich brauchen. So, jetzt kennen wir schon das Motiv. Und wenn wir uns die Stellung anschauen, was würdest du hier spielen, Daniel? Sofort den weißen Bauern nach B7 treiben oder sollte man vorher noch einen anderen Zug einlegen? Ich würde ja damit C7 spielen. Genau, Dame C7 ist notwendig. Es ist wichtig im Schach auch die Pläne des Gegners zu beachten. Und wenn ich hier unvorsichtig Bauer auf B7 spiele, dann würde Schwarz was machen? Dame Jens, Schach und Dauerschach. Und Dame G3 Und zum Dame Beispiel. G3, das wäre Dauerschach. Das heißt, wir müssen hier prophylaktisch denken und zuerst Dame C7. Und das ist eigentlich nahezu dieselbe Position, die wir in der Karpov-Partie hatten. Nur dass Schwarz nicht einmal einen Freibauern hat. Und der weiße König findet zum Beispiel nach Schach auf H2 einen wunderbar sicheren Platz. Die Dame hat eine doppelte Funktion. Sie verteidigt den eigenen König und unterstützt den Bauern beim Vorgehen. Ja, jetzt haben wir schon gehört, Daniel, du spielst Volleyball in der Jugendnationalmannschaft und Schach in der Jugendnationalmannschaft. Hast du den Eindruck, dass deine Volleyballfähigkeiten oder deine sportlichen Fähigkeiten dir im Schach auch nützlich sind? Ja, ist generell wichtig, wenn man professionell Schach spielt, nebenbei Sport zu machen, damit man während der Schachpartie konzentrierter bleibt und Ja, auch. einfach fitter. Genau. Denn in Stunde 4 oder in Stunde 4,5 oder so, da brechen ja viele Leute weg, weil einfach die Konzentration nachlässt, weil sie einfach nicht fit genug sind. Und ich denke, so gut wie alle Spitzenspieler heutzutage sind wirklich sehr gut trainiert und Magnus Carlsen ist ja hier ein richtiges Role Model, denke ich, oder? Mit eigenen Fitnesstrainer unterwegs und dergleichen. Ja, genau. Und du hast wahrscheinlich bei langen Turnieren in Runde 8 und nach einer Spielzeit von 4,5 Stunden dann deutlich weniger Probleme als deine Gegner oft, oder? Das kann sein, ja. Also fangt an, fleißig eure Kondition zu verbessern, liebe Schachfreunde. Das nächste ist ein typisches Motiv für Damenendspiele, das mir einmal in einer Mittelspielstellung das Leben gerettet hat. Nun, wir sehen, Weiß hat einen weit vorgerückten Freibauern, der knapp vorm Einziehen steht, aber Schwarz kann sich hier mit einem netten Motiv retten. Er muss einmal mit Schach beginnen und Weiß hat nichts Besseres als die Dame auf H7 vorzustellen. Und jetzt würde es als interessante Idee vielleicht Dame auf F6 geben, aber das wird vielleicht auf Dauer nicht halten. Wesentlich stärker ist hier Dame auf D8 Schach. Okay, Dame G8 bringt uns nicht viel. Dann kehrt die Dame zurück und Weiß muss wieder seine Dame vorstellen. Aber die Kernfrage, die sich stellt, ist, was passiert eigentlich, wenn Weiß einzieht und sich eine neue Dame holt? Ja, was passiert dann? Dame D4 Schach Dame Dora 4 Schach, ja, oder Dame F6 Schach, oder das Dame gleiche. F6 Schach, genau. Und egal jetzt, welche weiße Dame sich vorstellt, wir können eigentlich immer hier im Kreis herumziehen. Und er kann sich gegen das Dauerschach nicht wehren. Beachtet bitte auch, liebe Schachfreunde, in dieser Stellung vor dem Einziehen,
Natürlich auch, wenn er sich einen Turm nimmt oder einen Läufer nimmt, haben wir exakt dasselbe Spielchen. Die einzige Figur, die Weiß hier nehmen könnte, um das Dauerschach abzuwehren, wäre welche? Na, Springer. Ein Springer. Aber mit Springer und Dame, mit Springer und Dame kann ich einfach gegen die schwarze Dame nicht gewinnen. Also ist das Remis. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, dieses Motiv hat mir einmal das schachliche Leben oder das Remis in einer Partie gerettet, als ich gegen Herbert Rudolf gespielt habe. Und okay, ich bin als Favorit in die Partie gegangen, habe aber einen grottenschlechten Tag gehabt und richtig schlecht gespielt und bin in dieser ziemlich hoffnungslosen Verluststellung gelandet. Aber bevor man aufgibt, sucht man natürlich noch nach möglichen Rettungsankern. Hast du eine Idee, was Weiße noch probieren könnte? Vielleicht mit Dame C7, Dame C7 zu spielen und Turm D8 zu bauen. Ja, damit C7 Turm D8 wäre eine Möglichkeit, wird aber vermutlich nicht fruchten. Wahrscheinlich ist der Gegenangriff mit Dame mal C4 gefolgt von Turm E1 zu stark und der König hat auf H7 momentan ein gutes Plätzchen. Ja, ich hatte eine andere Idee. Turm D6. Okay, Schwarz hat jetzt den einen oder anderen Zug, der gewinnen würde, aber Herbert hat hier völlig unbedarft auf C4 genommen. Wir lernen in Schach in erster Linie durch Mustererkennung. Und hätte er das vorige Beispiel gekannt, dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass Weiß jetzt eine ganz einfache Rettung hat. Nämlich Turm mal H6, Bauer mal H6 erzwungen. Die Dame nimmt. Schwarz muss die Dame vorstellen. Jetzt Dame F8 Schach. Und nach Läufer G8 war er noch immer relativ optimistisch. Allerdings am Nebenbrett ist auf seiner Seite internationaler Meister Norbert Sommerbauer gesessen und der hat schon geschmunzelt. Okay, es ging weiter mit Dame F6, Dame G7, Schach auf H4, Läufer stellt vor, Dame Dora 8 und hier meinte Norbert zu seinem Partner, er sollte doch endlich Remis geben und Herbert war völlig verzweifelt und konnte es nicht fassen, dass das nur Remis ist, aber nach einigen Zügen musste er dann das akzeptieren. Also diese Schaukel. Auch sehr typisch für Damenendspiel. Schauen wir uns das nächste typische Damenendspiel an. Hier ist Schwarz am Zug. Und der Bauer auf G7 steht ausgezeichnet. Der schwarze König steht weniger gut. Wir werden nachher noch besprechen, wo er besser stehen sollte. Aber im Damenendspiel gibt es natürlich auch immer diese taktischen Motive. Und eines davon ist der Spieß. Und in dem Fall sehen wir, der weiße König ist immer an die Verteidigung der Dame gebunden. Und Schwarz kann immer so Schachs geben, dass sich der König hier nicht von der eigenen Dame wegbewegen kann. Und wir haben eine Dauerverfolgung. Und das nächste ist ein sehr schönes Beispiel von Chigorin gegen Schlechter. Ja, Weiß steht natürlich klar auf Gewinn. Er hat einen Bauern mehr, er hat zwei verbundene Freibauern. Die Bauern von Schwarz am Damenflügel, am Königsflügel sind komplett entwertet. Aber ähnlich wie in meiner Partie hatte Schlechter gedacht, bevor er aufgibt, probiert er noch etwas. Und er hat damit C7 Schach probiert. Nun, Daniel, würdest du das Schach abwehren mit König B4, Bauer B6 oder Dame B6? Antworte noch nicht. Lass mal auch unsere Zuschauer ganz kurz nachdenken. Vielleicht hat wer eine Idee. Was meinst du, was würdest du spielen? Ich glaube, ich würde das Schach mit König B4 abfahren. König B4 ist ein richtig guter und solider Zug, genau. Aber oft gewinnt man ja solche Endspiele, indem man ein Schachgebot der schwächeren Seite mit einem Gegenschach abwehrt, also mit Dame auf B6. Und das hat auch Chigorin gespielt. War das nicht eindeutig der stärkere Zug als deiner? Ich glaube nicht. Aber warum? Weil. Welchen Trick hat Wegen Schwarz? König A. Wegen König A8 und Remis. Und ich habe vorher schon gesagt, Damen-Endspiele sind etwas taktischer als andere Endspiele. Die Dame ist einfach stärker, dadurch gibt es mehr taktische Motive.
Und das Problem von Weiß ist, der ist in einer Art Zugzwang. Denn wenn er die Dame nimmt, ups, ist es Patt. Der einzige Zug, die Dame nicht zu verspeisen, wäre König A6. Aber dann einfach Dame C8. Der König muss nach A5 zurück. Und hier hat Schwarz schon ein Luxusproblem. Er kann zwischen Dame C3 mit Dauerschach wählen oder einfach Dame auf C7 spielen. Ja, Daniel, jetzt haben wir ja schon gehört, Jugendnationalspieler in zwei Sportarten. Du bist FIDE-Meister und hast deine Elo-Zahl deutlich über 2-3 hinaufgehoben. Internationale Meisternorm schon gefallen? Noch nicht, aber zweimal knapp verpasst. Also ich habe zweimal 6 Punkte gehabt und 6,5 waren nötig für eine EM-Norm. Ja. Also noch nicht erreicht, zweimal knapp daneben. Das heißt, in nächster Zeit wird es dann einfach deutlich dafür, umso deutlicher hinhauen, oder? Ja. Und die nächste große Chance ist in wenigen Tagen, oder? Wenn die Jugend-Europameisterschaft beginnt. Okay, wahrscheinlich internationale Meisternorm dort zu machen ist schwer, aber ja, das ist ja auch nicht das Ziel bei einer Jugend-Europameisterschaft, sondern Ziel ist, möglichst weit vorne zu sein. Du wirst in der U16 antreten, als welche Startnummer gehst du ins Rennen? Als 18 circa, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, also in den Top 20, das heißt dein Ziel, das du dir setzt, gibt es persönliche Zielsetzungen? Wahrscheinlich so Top 10, Top 15. Top 10, Top 15, okay, also hier die Platzierung deutlich zu verbessern und möglichst weit vorne mitzuspielen. Was sind so deine schachlichen Ziele für die nächsten 1, 2, 3 Jahre? Ja, also ich will mal sicher in den nächsten Jahr internationaler Meister werden und dann vielleicht auch Großmeister in 4 Jahren, 2, 3 Jahren und ja, ja, dann mal das schauen. hört sich nach sehr motivierten Zielsetzungen an. Und ich habe ja viele Jahre mit dir in meiner Jugendkader zusammengearbeitet und ich weiß, wie konsequent und gut du arbeiten kannst und ich bin sicher, das, was du dir vornimmst, wird dir auch gelingen und ich nehme an, unsere Zuhörer wünschen dir alles Gute. Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Mitkommentieren und ich glaube, wir machen jetzt einen kurzen Tausch und lassen ja, den Marc in die Pole Position kommen. Herzlichen Dank, Daniel. Danke. Tschüss. Marc nimmt Platz und bevor wir über dich viel reden, steigen wir doch gleich mit einer schachlichen Position ein. Und ich möchte, bevor wir zu etwas komplexeren Damenendspielen kommen, noch ein Motiv zeigen, das auch sehr typisch ist für die Dame. Sie kann Treppen steigen. Okay, das überrascht uns jetzt bei Damen nicht so sehr, aber trotz alledem gibt es hier viele sehr, sehr nette Motive. Schwarz muss irgendwie schauen, dass er näher an den weißen König herankommt. Er kann das mit Dame B7 machen und mit Dame C7. Okay, auf König G2 wird welcher zukommen? Dame G3. Dame G3, also lieber nach H1 und dann braucht die Dame etwas länger, aber mit diesem Treppenmotiv kann sie sich langsam, aber unaufhaltsam annähern. Aha, und hier in der Stellung hat Schwarz König auf E7 gespielt. Was könnte dieser Sinn von König E7 sein? Einfach Zugzwang. Zugzwang, genau. Zugzwang ist eines der wichtigsten Mittel im Endspiel, um zu gewinnen. Und er geht gerade auf E7 und auf kein anderes Feld, weil Weiß hier keine Schachgebote hat. Nach König F7 wäre zum Beispiel Dame C4 möglich gewesen. Okay. Sagen wir, ich spiele Dame G2. Wie würdest du fortsetzen? Dame F4 Schach und dann F1 und Dame. Aha, warum holst du dir nicht sofort eine Dame? Vielleicht gibt es ja noch. Also. Nicht nur vielleicht, wegen sondern. Dame F1. Genau. Deine Intuition hat dich hier sofort zum richtigen Zug geführt, nämlich zum Schach auf F4 und dann könnte ich aufgeben. Aber wieder müssen wir an die Ideen des Gegners denken. Und sofort sich eine Dame zu holen, wäre in der Tat keine gute Idee, denn nach Dame mal F1, Dame mal F1 wäre es. Ja, jetzt hast du Dame F4 sehr flott gefunden und ich denke, du trainierst relativ häufig Taktik. Liege ich da richtig? Ja. Ja? Ja. Und
Du bist jetzt 13 Jahre alt und knapp unter 2400 Elo, oder? Und ich kann mich erinnern, als wir vor 3 Jahren in Batumi waren, da warst du 10 Jahre und wir haben hier gemeinsam mit einer Gruppe von Jugendspielern Studien gelöst. Unter anderem war Christoph Menezes dabei, damals schon ca. 2400 Elo. Und Christoph hat damals gesagt, wenn er einmal um die Weltmeisterschaft kämpft, wird er dich als Taktiktrainer mitnehmen. Sprich, du warst damals mit 10 Jahren taktisch schon stärker als unsere U18, stärksten U18-Spieler. Und ja, das ist sicherlich eine Qualität, die dich auszeichnet. Aber jetzt habe ich Positionen für dich aufgehoben, wo es weniger um Taktik geht, sondern mehr um Strategie und um allgemeines Endspielwissen. Aber ich bin sicher, du bist auch hier fit. Schauen wir uns dieses Endspiel an. Und Schwarz ist am Zug und steht im Schach. Na gut, Weiß hat einen Bauern mehr. Wir haben also König, Dame und Bauer gegen König und Dame. Und es geht hier um grundlegendes Endspielwissen. Wäre der schwarze König vor dem B-Bauern, dann wäre die Stellung leicht, Remis zu halten. Aber Schwarz wird das nicht schaffen. Jetzt ist die Frage, wohin soll er sich mit dem König wenden? H1. Genau, Richtung H1, sprich auf die gegenüberliegende Ecke. Das ist etwas, das man wissen muss. Das kann ich nicht errechnen. Das kann ich mir in dieser Stellung, wenn ich das aufs Brett kriege, nicht ausrechnen. Ich muss es wissen. Es gibt eine sogenannte Remiszone und für den B-Bauern, genauso wie für den A-Bauern, ist das eben die gegenüberliegende Ecke. Das heißt, Schwarz strebt die Felder H1, H2, G2 oder G1 an. Warum? Weil er hier so steht, dass der Gegner schlechter mit einem Gegenschach ein Schachgebot auf den weißen König beantworten kann. Viel zu erklären gibt es dazu, glaube ich, eigentlich nicht. Man muss das einfach wissen. Aber jetzt testen wir dein Endspielwissen noch ein bisschen mehr. B-Bauer, A-Bauer, Remis. Was glaubt ihr, wenn ich den B-Bauern eine Linie nach rüber verschieben würde und wir hier einen C-Bauern hätten? Wäre das auch Remis oder nicht? Schon. Du glaubst schon? Ich glaube nicht. Diese Remiszone, oder ich weiß es, es ist nicht so, ja, diese Remiszone gilt wirklich nur für den Randbauern und für den Springerbauern. Bei einem Läuferbauern oder bei einem Zentrumsbauern wäre die Stellung für Weiß gewonnen. Aber sei nicht traurig, du bist nicht alleine mit diesem noch nicht vorhandenen Wissen. Auch Iwantschuk ist es gegen Carlsen so gegangen. Steigen wir ganz kurz in diese Partie ein. Carlsen gegen Iwantschuk. Okay, wir sind noch weit von einem Damenendspiel entfernt. Und wenn wir uns diese Stellung anschauen, versuche mal die Stellung einzuschätzen. Weiß am Zug. Ja, okay, Schwarz steht ziemlich aktiv. Weiß hat vielleicht. Ja, aber Weiß hat immer irgendwie Gegenchancen mit H6 und. Also tauschen darf er wahrscheinlich nicht, weil der Turm hinten reinkommt. Glaubst du, dass Weiß besser steht oder Schwarz oder ausgeglichen? Ich würde ungefähr ausgeglichen sagen. Ja, Schwarz steht hier sicher nicht schlechter. Wie du schon richtig gesagt hast, er hat einen sehr aktiven Turm. Er hat diese starken Zentrumsbauern und eigentlich ist es unglaublich, sich vorzustellen, dass Iwantschuk diese Partie verlieren kann. Einziges Manko ist vielleicht, dass der König nicht sehr aktiv ist und manchmal mit H6 gegenschausen. Okay, aber das Hauptproblem im Gegenüber sitzt Carlsen und es ist wirklich unglaublich, was Carlsen aus diesen Endspielen herausholt. Wir hüpfen jetzt einmal weiter und sehen, die Lage hat sich verändert. Wir haben nach wie vor ein Turmendspiel, aber es ist ein bisschen komplizierter geworden. Zwei Bauern auf jeder Seite. Schwarz hat einen weit vorgerückten Freibauern, aber der Turm steht im Weg. Und Weiß kommt hier schon in Vorteil, wenn auch nicht in gewinnbringenden Vorteil. Was wird Weiß machen, denkst du? König B3 und dann Turm A4 und Genau, dann König Bauer. B3 gefolgt von Turm A4 und schwupps, der Bauer ist weg. Und trotz alledem ist die Stellung noch Remis, aber okay, wenn man die Ausgangsstellung gesehen hat, ist es für Schwarz nicht leichter geworden. Huschen wir ein paar Züge weiter und gehen in diese Stellung vielleicht hinein. So, Turmendspiel nach wie vor, Schwarz ist am Zug. Entscheide dich, Marc, und entscheidet euch, liebe Zuhörer, zwischen zwei Zügen. Würdet ihr nun mit Turm mal D4
in ein Bauernendspiel und anschließend in ein Damenendspiel übergehen? Oder würdet ihr Turm F8 oder Turm F7 spielen? Ah, okay, Turm mal D4 können wir ausschließen. Ich denke, der ist ganz schlecht. Vielleicht gebe ich euch an zu einen anderen Vorschlag, nämlich König F3. König F3 oder Turm F8? Was sagt dir deine Intuition? Turm F8. Turm F8 ist der stärkere Zug. Ja, das Turmendspiel wäre in der Tat Remis. Oder sagen wir Turm F7, egal. Denn Weiß kann hier keine gescheiten Fortschritte machen. Bauer C4. Einmal mit Sicherheit nicht. Das würde ein bisschen etwas einstellen und es würde Schwarz noch gewinnen. Und wenn er, sagen wir, Turm B4 spielt, dann Turm F4. Und die Stellung ist Remis. So, aber Iwanchuk spielte hier König F3 und das war fatal. Weiß nahm weg. Schwarz muss mehr oder weniger mit dem Bauern nehmen. König mal ist noch schlechter. Und jetzt werden beide umwandeln. Weiß wandelt seinen G-Bauern um, Schwarz den F-Bauern. Aber jetzt bleibt Weiß mit einem C-Bauern über. Und das ist gewonnen. Ja, wir werden gleich sehen, wie Carlsen vorgeht. Was ist denn im Damenendspiel noch wichtig? Freibauer, Zeit, weit vorgerückte Freibauern. Zeit wichtiger als Material. Wenn wir an die Position der Dame denken, was ist von entscheidender Bedeutung? Ja, die Aktivität der Dame. Ja, die Aktivität der Dame und die Dame steht besonders aktiv, wenn sie wo steht? In der Mitte. In der Mitte, im Zentrum, die Zentralisierung der Dame, das ist ganz wichtig. Und damit beginnt Carlsen mit Dame E6 Schach. Bauer geht einen Schritt vor, Dame E3 Schach, Dame B6 und Dame D4. Und jetzt hat er die Dame hier sehr schön ins Zentrum gebracht. Ah ja, Schwarz könnte nur dann remisieren, wenn es ihm gelingt, den König vor den Bauern zu kriegen. Geht hier aber nicht. Okay, Bauer läuft, Schwarz hat das eine oder andere Schach, aber früher oder später gehen ihm diese Schachgebote aus. Und hier hat Iwanchuk auch schon aufgegeben. Also wir merken uns, der C-Bauer gewinnt, wenn der verteidigende König nicht vor dem Bauern steht. Es gibt keine Remiszone und wir merken uns, die Zentralisierung der Dame ist von entscheidender Bedeutung. Ich möchte euch noch eine Stellung zeigen. Wir haben vorher gesagt, Randbauer oder Springerbauer, dann würde Schwarz Remis halten, wenn sein König in der Remiszone wäre. Das wäre hier A1, B1, B2 und A2. Jetzt steht sein König aber auf A5. Und warum ist das schlecht? Es ist deshalb schlecht, weil Weiß jetzt viel besser die gegnerischen Schachs mit Gegenschachs beantworten kann und Schwarz werden überraschend schnell die Schachgebote ausgehen. Weiß beginnt mit Dame F6, Dame G3 und wohin jetzt mit dem König? Nach G8 oder nach H6? Okay, G8 geht nicht. Also, ja, ups, ja, sagen wir F8 oder H6. Ja, H6. Ja, und warum ist H6 von der Technik her besser? Es ist deshalb besser, weil der angreifende König auf derselben Reihe oder zumindest auf der benachbarten Reihe wie der gegnerische König stehen möchte. Das ist eine wesentliche Technik. Die stärkere Seite möchte den König auf dieselbe Reihe oder Linie oder auf die benachbarte Reihe oder Linie, wie der verteidigende König bringen. So, Schwarz hat ein Schach, aber König G6 und Schwarz kann aufgeben. Wir sehen, Dame C2 Schach scheitert woran? Dame F5. An Dame F5 mit Gegenschach und Dame G2 Schach scheitert an. Dame G5 Schach. Und andere Schachgebote als auf der G-Linie oder auf C2 gibt es nicht. Und Weiß kann sich im nächsten Zug einfach eine Dame holen und die Partie ist vorbei. Gut, bleiben wir gleich bei Carlsen und schauen uns eine nette Partie von Pelletier gegen Magnus Carlsen an. Übrigens, es ist gerade ein neues Buch erschienen von Károly, Tibor Károly, ungarischer
internationale Meister. Und es geht hier um Endspiele von Magnus Carlsen. Ich halte es mal in die Kamera. Dieses nette neue Buch. Und ja, ist vielleicht eine gute Einstimmung für den bevorstehenden Weltmeisterschaftskampf. Es wird ja im November in London erneut um die Weltmeisterschaft gekämpft. Du bist noch nicht dabei, nehme ich an, oder? Leider nicht. Weißt du, wer spielt? Okay, Magnus Carlsen Caruana. gegen Caruana. Was ist dein Tipp? Carlsen natürlich. Carlsen natürlich. Okay. Na dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und nur um dir Kontra zu geben, sage ich, Caruana wird gewinnen und wir wetten darum. Ja. Okay. Aber wir sagen nicht, worum wir wetten. Wahrscheinlich verliere ich. Marc, kommen wir ein bisschen zu dir. 13 Jahre jetzt alt. Und du wirst auch am Sonntag nach Riga fliegen und Europameisterschaft U14 spielen. An welcher Position bist du hier gesetzt? Ich bin, glaube ich, Vierter, also. Nummer 4 gesetzt, das heißt, Zielsetzung ist eine Medaille einfach, Ja, oder? Denke ja. ich. Ja, du hast ja, wir haben gehört von deinem Bruder von Daniel, er ist zweimal ganz knapp und hauchdünn an der internationalen Meisternorm vorbeigegangen. Du hast heuer deine erste internationale Meisternorm geholt. Ja, beim Wiener, nicht Wiener Open, also beim GM-Turnier in Wiener. Bei einem geschlossenen Großmeisterturnier in Ja. Wien, oder? Und ja, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, du bist nebenbei in die Schule gegangen, oder? Ja. In die Schule gegangen und dann hast du die Großmeister am Nachmittag vermöbelt, oder? Und ganz interessant war ja auch zu beobachten, du bist ziemlich schlecht gestartet, wenn ich das im Kopf richtig Ja. habe, aber hast das mental einfach weggesteckt, oder? Ja, so wie bei der Staatsmeisterschaft, also dieses Jahr. Ja, da bist du ja etwas müde hingegangen, ziemlich viel gespielt, glaube ich, oder? Ja. Und hast etwas gebraucht, um ins Turnier hineinzukommen. Ja, ist das eine Stärke von dir, diese mentale Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen und trotzdem einfach weiterzukämpfen, oder? Wahrscheinlich, ich Sieht weiß fast es danach nicht. aus, oder? Ja. Wir haben bei deinem Bruder Daniel herausgefunden, dass er in zwei Sportarten nationale Spitze ist, nämlich in Volleyball und im Schach. Bei dir ist es auch so, nur nicht in Volleyball, sondern die zweite Sportart. In Fechten, also. Das Fechten. In Fechten bist du auch Staatsmeister geworden, habe ich Ja, gehört, oder? ja, Hast du da auch genau. schon internationale Wettkämpfe wie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder so Nein, bestritten? da kann man nur ab 16 mit Fechten. Ah, Also, okay. das Also ist ein das bisschen anders. dauert noch Ja. ein paar Jahre. Siehst du eigentlich irgendwelche Parallelen zwischen Fechten und Schach? Naja. Nicht wirklich eigentlich. Okay, man spielt immer gegen einen Gegner. Es Ja, geht darum okay, also. anzugreifen, Angriffe abzuwehren wahrscheinlich, oder? Ja. Spielt strategisches Denken eine Rolle beim Fechten eigentlich? Hat man einen Ja, okay. Plan, ob man... Ja, okay, das schon. Ja. Man muss einen Plan haben, was man macht. Und dann. Also insofern bringt wahrscheinlich auch sowohl das Schach fürs Fechten etwas, als auch das Fechten fürs Schach, oder? Ja. Okay, aber schauen wir jetzt zurück zu Magnus Carlsen. Und wenn wir uns diese Position anschauen, sehen wir, Schwarz hat einen Bauern mehr in einem Schwerfigurenendspiel. Das oberste Prinzip in Schwerfigurenendspielen, das, was ganz wichtig ist, ist was? König. Die Königssicherheit, genau. Und eigentlich sind beide Könige nicht besonders sicher. Weder der König auf H1 noch der König auf G7. Weiß kann aber immerhin auf einen Schutz von drei Bauern pochen, während Schwarz nur zwei Bauern als Schutz für seinen König hat. Das erste, was man deshalb mit Schwarz machen sollte, ist was? Figuren abtauschen. Genau. Und insofern kommt hier Turm C1 und Carlsen geht hier in ein Damenendspiel. König auf H2. Und na gut. Damit C7, um einfach den Bauern einmal auf B6 zu verteidigen und den König nach H1 zurückzuwerfen. Schwarz hat also die Türme getauscht und die Stellung stabilisiert. Jetzt muss er irgendwie seine Bauern verwandeln. Weiß wird auf Dauerschach spielen. Was glaubst du, hat jetzt Carlsen gemacht? Was ist das Erste, was man in so einer Stellung tun sollte? Ja, wahrscheinlich mit dem König, also zum A und B Bauern und Genau, der König läuft jetzt Richtung Damenflügel. Und im Idealfall schafft es Schwarz, den König hinter die Bauern zu kriegen und dann gemeinsam mit A- und B-Bauer und Dame nach vorne zu spazieren. Aber es gibt noch eine zweite Idee, falls das nicht klappen sollte. Und Pelletier versteht geschickt, diese Idee zu verhindern. Und die zweite Idee, ich habe sie hier schon eingezeichnet, ist mit dem König nach A1 zu laufen.
Warum nach A1? Weil es auf der gleichen Reihe mit dem Ah, ihr habt gegnerischen mir König ist. zugehört, genau. Weil es auf der gleichen Reihe wie der gegnerische König ist und da kann ich oft eben Schachs mit einem Gegenschach beantworten. Okay, zuerst läuft der König los und Pelletier gibt hier so geschickt Schachs, dass der schwarze König, er droht nach B7 zu gehen, sich nicht hinter den Bauern verstecken kann. Gut gemacht. König geht nach B5 und Schach. Dame C4 und Schach. Okay, jetzt bringt König A6 nichts wegen Dame A8, deshalb Dame C6, König C5 und Schach. Und Schach. Ja, und jetzt in dieser Stellung entscheide dich, würdest du mit Weiß lieber Dame F1 oder Dame C1 spielen? Was ist die zähere Verteidigung? Ihr könnt ruhig mitdenken. Soll ich sagen, oder? Natürlich, Keine ja. Ahnung. Wahrscheinlich Dame F1 Schach, weil Genau. auf Dame C1 kommt König B5 von der König kann dann auf A6. Genau, richtig. Deshalb sollte hier Dame auf F1 oder Dame E2 Schach kommen. Okay, König C3, der König läuft unaufhaltsam nun Richtung Grundreihe und ist nach einigen Schachgeboten dort angelangt. Jetzt würde zum Beispiel bereits Dame Dora1 Schach nicht mehr funktionieren. Also Dame D3, Dame stellt vor, Dame B5, König A1 und nun sind die Schachgebote so gut wie ausgegangen. Er könnte hier noch Dame E5 Schach spielen. Aber nach Dame B2, glaube ich, gibt es kein gutes Folgeschach mehr. Pelletier spielt deshalb prophylaktisch den König nach H2. Gut, die Dame pendelt. Und jetzt wieder sehr stark. Wir wissen es schon, die Dame steht wo besonders gut? In der Mitte, In also dem Zentrum, also ja. zentralisiert jetzt Carlsen die Dame. Wunderbar gemacht. Wir sehen hier wirklich sehr viele schöne typische Endspiel. Motive für das Damenendspiel. Okay, Weiß muss Schachs geben, aber jetzt König C1. Und wieder gibt es kein sinnvolles Gegenschach. Pelletier verteidigt sich gut und spielt Dame E4. Damentausch ist hier keine gute Option, weil Weiß sich ebenfalls, so wie Schwarz, eine neue Dame holen würde. Das entstehende Damenendspiel ist wahrscheinlich Remis. Aber er muss nicht tauschen. Bauer F4. Und jetzt hat Schwarz die Lage stabilisiert. Jetzt laufen also die Bauern. B5. Wieder tauschen wir nicht. Okay. Weiß hat einen Bauern fressen können, aber das spielt keine große Rolle. Wir wissen, Zeit ist wichtiger als Material und ich kann sowieso nur vernünftig einen Bauern umwandeln. Es reicht, wenn der B-Bauer überbleibt. Und der setzt sich jetzt in Bewegung. König B2. Weiß seinerseits kann den F-Bauern nicht gut verteidigen. Pelletier wirft ihm so über Bord. Und König H2. So, und jetzt kennen wir schon zwei wichtige Prinzipien. Der angreifende König bringt den König auf dieselbe Reihe wie der Verteidiger. Die Dame sollte zentriert stehen. Und ein drittes wichtiges Endspielprinzip: Schwarz hat einen stabilen Vorteil. Er sollte hier versuchen, mit kleinen Schritten die Stellung zu verbessern. Das Prinzip nennt sich Do not hurry. Und er macht das, indem er am Königsflügel die Bauern nach vorne schiebt. Und wir werden sehen, dass das später eine ganz zentrale Bedeutung hat. Okay, Bauer H4. Dieses Motiv nennt man die gegnerischen Bauern einfrieren. Gehen wir hier ein bisschen weiter. Ja, jetzt gibt es gegen B2 bereits keine Verteidigung mehr. Und bald gehen dem Weißen wiederum die Schachgebote aus. Nämlich jetzt. Und damit kommen wir langsam zum letzten Schritt. Dame wurde wieder zentralisiert. Und Dame C3. Okay, Schwarz fehlt noch ein bisschen etwas zum Gewinn der Position. Was muss er noch machen? Hast du eine Idee? Die weiße Königstellung vielleicht schwächen. Perfekt. Und wie kann er das machen? Also mit dem F-Bauern vorziehen. Mit dem F-Bauern nach F3 ziehen. Genau, das ist die entscheidende Idee. Die Verteidigungsstellung wird geknackt. Bauer nimmt weg. Und
Hier auch ein wichtiges Prinzip: Ich brauche den Bauern gar nicht verspeisen, denn dieser Bauer stört später vielleicht nur die weiße Dame bei ihren Schachgeboten. Viel stärker ist deshalb Dame C2 und König auf C1 und Dame D2. Und sagen wir, nach Dame C5 geht der König nach Dora 1. Und ja, hier sehen wir, Bauer auf F3 steht ausgezeichnet, kein Schachgebot für den Gegner. Und Dame B5 und hier kann Schwarz bereits forciert den Gewinn erzwingen. Wie macht er das? Mit Dame E1 Schach und König G2, Dame E2. Genau, wir sehen, König auf einer Reihe, perfekt für Schwarz. Er gibt auf E1 Schach und tauscht die Damen. Und Pelletier gab hier auf. Ja, Marc, bevor wir zur letzten Partie kommen, zu Marshall gegen Marocci. Also wir haben gehört, erste IM-Norm hast du dir abgeholt. Was sind deine Ziele für nächsten 1, 2, 3 Jahre? Ja, fürs nächste Jahr ganz sicher schon IM. Oder vielleicht schaffe ich es auch schon dieses Jahr, aber wird nicht so einfach. Und dann halt auch gehen. Wir haben schon ein bisschen mit Daniel geredet, mit wem ihr trainiert. Und ich denke, ihr habt hier im Sommer ein sehr interessantes Trainingslager mit Markus Rager gehabt, Ja, oder? genau. In der Südstadt, im Bundessportleistungszentrum in der Südstadt. Und Markus Rager hat hier eine Art Tutorenfunktion. Und ja, mit wem habt ihr hier, welche Jugendlichen waren noch dabei? Also Robert Dominik, Kloberger Felix und Isacher Florian und der Wagner Valentin, aber der ist dann also etwas früher abgefahren. Ja, und auf deinen Bruder wollen wir nicht Ah, vergessen, oder? genau, So Daniel. Kleinigkeiten, der Bruder war auch noch dabei, genau. Und im Prinzip fällt das unter die Gruppe Meister von morgen, oder? Also die Ja, Gruppe, die momentan in genau. Österreich besonders gefördert wird und die ja auch schon Richtung Nationalteam unterwegs ist. Valentin Dragnev als Großmeister und Felix ist auch ganz knapp am Einsatz im Nationalteam dabei, hat ja auch schon Mitropacup gespielt, Florian hat schon Mitropacup gespielt. Ja, und ich denke, in den nächsten paar Jahren bist du und vielleicht auch der Daniel dann schon eine interessante Wahl, oder? Hoffentlich. Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn von meiner ehemaligen Wiener Jugendkadergruppe da möglichst viele im Nationalteam sind. Gut, Marshall gegen Rubinstein, unser letztes, Marshall gegen Marocci, Verzeihung, unser letztes Beispiel. Wir sehen dieses Damenendspiel, in dem Schwarz leicht besser steht. Aber warum eigentlich? Symmetrische Bauernstruktur, niemand hat was mehr. Warum steht Schwarz ein bisschen besser? Hast du eine Idee? Weil der E5-Bauer vielleicht zur Schwäche neigen Genau, könnte. weil der E5-Bauer leicht zur Schwäche neigt. Wie sollte Schwarz das nützen? Hast du einen Zugvorschlag? Dame C5. Genau, man sollte die Schwächen angreifen. Und im Prinzip habe ich zwei Züge zur Verfügung, Dame C5 oder Dame C7. Aber wir wissen schon, die Zentralisierung der Dame ist von großer Bedeutung. Dame C5 deshalb viel besser als Dame C7, denn auf Dame C7 würde Weiß wohl was spielen. Dame D4. Dame D4 und seinerseits die Dame zentralisieren. Genau. Also Dame auf C5. Und unangenehmerweise für Weiß ist nicht nur der Bauer E5 schwach, sondern auch seine Damen, Bauern haben Probleme und das wird ihn bald in eine sehr passive Stellung zwingen. Weiß beginnt mit Dame D8 Schach, Dame D3 Schach, aber Bauer G6. Stabilisiert die Lage für den König, Dame C3. Der Übergang ins Bauernendspiel bringt hier Schwarz nichts ein, deshalb Dame Dora 5. Okay, und der Bauer hängt und weder A3 noch B3 ist sonderlich befriedigend und ziemlich ähnlich bleiben wir deshalb bei der Partie mit Bauer A3. Dame D1 Schach. Schach ist wichtig hier, um die weiße Dame in eine sehr passive Position zu zwingen. Ist Dame D3. Okay, er muss König G1 spielen, denn auf Dame E2 kommt Dame B1 und das holt schon den ersten Bauern ab. Aber jetzt Dame C2. Und der einzige Zug, mit dem ich nicht sehr rasch Bauern verliere, ist Dame A1. Aber wie wir wissen, die Dame steht zentral gut, aber auf A1 hier steht sie eher ziemlich traurig. Gut, wie würdest du die Stellung mit Schwarz verstärken? Was wird das nächste sein, was Schwarz macht? Okay, weiß will jetzt sich irgendwie B4 spielen, um den E5, um den E5 Bauern noch zu retten. Ja. Deswegen wahrscheinlich A5. Gefolgt vom A4, okay. A4. Motiv des Einfrierens. Wir kennen das auch aus der Partie Pelletier gegen
Carlsen und das passende Prinzip dazu, Do Not Hurry. Schwarz hat einen stabilen Vorteil, mit kleinen Schritten verbessert er seine Stellung. Genau, Bauer A5, gefolgt von Bauer auf A4. Und, naja, Weiß spielt hier F4. H4 ist wahrscheinlich stabiler, aber F4 ist auch verständlich, er möchte den Bauern auf E5 decken. Aber F4 hat den großen Nachteil, dass sein König jetzt noch schlechter steht. König G8, okay, es kommen kleine, langsame Schritte, Bauer H5, König G7 und jetzt sehr unangenehm, Dame auf F2. Der G-Bauer hängt und ja, Schwarz steht bereits glatt auf Gewinn. Marschall, und Marschall war, muss man bedenken, zu dieser Zeit einer der besten Spieler der Welt, ist aber hier in diesem Endspiel gegen den wunderbaren Ungarn Marocci völlig unter die Räder gekommen. Dame G1 spielen, B2 wird gefressen, Dame C5. Ja, was meinst du, wie kommt Schwarz weiter? Und B4. B4 wäre hier das logische Motiv, um sich einen Freibauern zu bilden und dann zu gewinnen. Das ist das typische Motiv. Die Frage ist nur, funktioniert's oder kriegt Weiß Gegenspiel? Ja, wahrscheinlich irgendwie mit Dame A7. Ja. Auf F6 im Schach und irgendwie Dauerschach. Wird das ausreichen zum Dauerschach? Was meinst du? Versuchen wir mal ein bisschen in die Tiefe zu rechnen, also Bauer B4. Weiß muss Dame E7 spielen, oder Weiß nimmt, weiß ich nicht, nimmt er weg zuerst, dann Bauer A3, Dame E7, Dame E7, A2, Dame F6. Dann ist wahrscheinlich besser auf B4 sofort Dame E7 zu spielen, Bauer mal A3, Dame F6, okay. König G8, Dame D8, König H7 und Dame E7 oder Dame F6 vielleicht, ja. Dame F6 kann man vielleicht Dame B7 spielen und den Bauern decken und dann einfach A2 1. Genau. Spielen. Im Prinzip wird Schwarz immer seine Sachen zusammenhalten können, also B4 der richtige Zug. Und Bauer F5 war hier die Idee von Marschall, auch interessant, aber auch nicht ausreichend. Schauen wir ganz kurz dieses Dame E7 an, dann vielleicht Dame mal A3 sogar und auf Schach, Schach und Dame F8 möglicherweise. Habe ich die Möglichkeit, mit Dame F3 nach B7 zu gehen und Aufgabe. Also das Gegenspiel reicht hier nicht aus. Also Bauer F5 kam in der Partie. Man kann sowohl mit dem G als auch mit dem E nehmen. Weiß probiert ein bisschen, aber das ist zu wenig. Ja, und was wird jetzt passieren? König E6, also mit dem König zum und der zum König Mann. Wird hinaufwandern. Und hier gewinnt Schwarz einfach. Ja, da noch ein kleiner netter Trick. Dame auf Dora 3 Schach. Was hat er sich auf Dame mal A2 vorgestellt? Marschall hat bereits aufgegeben. Dame auf 1 Schach und dann auf B2 Schach oder F2. Genau, Übergang ins Bauernendspiel. Das ist immer eine sehr wichtige Sache. Nehmen wir Dame F2 Schach, nach Dame mal König mal und König H3 gewinnst du am einfachsten wie? König G1. Mit König G1 und Zugzwang. Übrigens beachtet, selbst wenn Weiß hier einen zusätzlichen dritten Bauern auf F4 hätte, also das Material ausgeglichen wäre, wäre die Stellung trotzdem für Schwarz gewonnen, weil Weiß im Zugzwang ist. Ja, Marc, war toll, dass du dir Zeit genommen hast, so wenige Tage vor deiner Reise zur Jugendeuropameisterschaft. Man sollte vielleicht noch erwähnen, einen Europameistertitel hast du dir vor einigen Wochen oder einigen Tagen fast bereits geholt, nämlich bei der Schnellschach-Team-Europameisterschaft ja. U18, oder? Ja, genau, U18. Ja. Ja. Und ihr habt hier in Rumänien gespielt. Mhm. Wie hat sich das Europameister-Team zusammengesetzt aus Österreich? Ja, gut. Ja, schon, aber wer hat gespielt, meine so, ich? So, also. Wer ist noch also, außer dir Europameister geworden? Der Bloberger Felix, Howard Dominik, Misafis Fabian. Ja, und ich. Und du also das Teammeister von morgen im Prinzip. Ja, wunderbar, dass sich hier so schöne Erfolge im Jugendschach in Österreich einstellen und ich denke, das wird sich auch sehr bald auf unser Nationalteam äußerst positiv auswirken. Es geht ja im Mitte September zur Olympiade
Und Österreich wird hier mit vier Großmeistern zum ersten Mal vertreten sein, denn Valentin Dragnev und Andreas Diermaier haben ja heuer bereits die Europameisterschaft geschafft. Und vielleicht gibt es zwei morgunowsche Großmeister in einigen Jahren. Herzlichen Dank, Marc, fürs Kommen. Daniel, komm auch noch ganz kurz zu uns. Herzlichen Dank, Daniel, fürs Kommen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Wien. Tschüss.